herzlich willkommen beim Kunstengel. Heute möchte ich mit euch ein Bild malen, was mir besonders am Herzen liegt. Ich liebe Seifenblasen und deshalb möchte ich mit euch heute dieses Bild erstellen. Macht alle mit, wäre toll und ich wünsche euch viel Spaß. Wir starten wie immer mit einem umgedrehten Aquarellpapierblock. Blatt, kein Block. Und diesmal starten wir ganz anders als sonst. Und zwar starten wir unten. Und zwar mache ich hier eine gelbe Fläche. Mit einem noch helleren Gelb dazwischen. Jetzt gehen wir ins Rosa. Jetzt setzen wir ein bisschen Gelb in das Rosa. Dann ist das doch ein bisschen zu rosa. Und jetzt nehmen wir ein Türkis und setzen dieses Türkis auch ein klein wenig in das Rosa mit rein. Und ziehen das aber nach oben. Im Endeffekt möchte ich hier das doch ein wenig heller haben. So, jetzt fange ich an, die Farben schon zu vermischen. Weil ich möchte einen kompletten Untergrund haben, ehe ich die Wolken reinsetze. Mit kreisenden Bewegungen, wie immer, die einzelnen Farben von der hellsten Farbe angefangen, einmal durcharbeiten. Jetzt einmal die Finger säubern. Ein wenig trocknen. Und jetzt setzen wir als erst einmal abklopfen. Und jetzt fangen wir an, die Wolken zu setzen. Wir fangen mit dem hellen Ton an und setzen in Weiß. Einige Wolken, die ich euch schon gezeigt habe, mit so zittrigen Bewegungen, kann man das am besten erarbeiten. Und die vermische ich auch sofort, dass ich sie leicht nach rechts, ich mache das meistens rechts, verwische. Jetzt möchte ich auch direkt mal Pink nehmen. Das
Seid ruhig mit den Farben ein bisschen mutig. Auch wenn wir den Felsen gleich reinsetzen, gestaltet euer Bild mit den Wolken, mit dem gesamten Himmel so, wie ihr euch das vorstellt, wie ihr das gerne haben möchtet. So, jetzt habt ihr unwahrscheinlich viele Wolken auf einmal. Jetzt geht ihr bei und fangt mit den hellsten Wolken an und verwischt die. Verwischt die aber nicht so komplett, sondern so, dass die wirklich in der Wolkenform so ein bisschen bleiben. So, ich habe die Farben mir extra weiter hier hingelegt, damit ich jetzt die einzelnen Farben nochmal nacharbeiten kann. Weil der Grund ist jetzt schon, den habt ihr jetzt schon gelegt. Jetzt werden nur die Wolken ein klein wenig ausgearbeitet.
Ich habe jetzt noch schwarz dazu genommen, weil ich möchte, dass diese komplette dunkle Front noch mehr dunkel ist halt. Aber bei dem Schwarz seid bitte ganz, ganz vorsichtig. So, jetzt einmal die Finger reinigen. So, jetzt möchte ich hier in dem blauen Bereich werde ich einen Mond setzen. Bin am Überlegen, einen Vollmond oder ne, ich nehme einen Halbmond. Innen könnt ihr das reinwischen, außen, wenn es geht, die harte Kante erst einmal stehen lassen. Und dann nochmal nachmalen. Wenn euch das wenn das mit dem Finger nicht so gut geht, nehmt entweder ein Q-Tip, hier ein Ohrenstäbchen oder den Wischer. So, ich werde den Mond ein kleines, erstmal abklopfen, ich werde den Mond ein kleines bisschen mit Gelb setzen, da ich möchte, dass der sich gleich von den Seifenblasen unterscheidet. Und jetzt werde ich eine blaue Wolke in den Mond reinsetzen, sodass es aussieht, als wenn die Wolke vor dem Mond ist. Ich werde mit diesem Pink auch noch ein kleines bisschen im unteren Bereich reinsetzen, die Farbe, weil die ist mir zu gelb. Ich habe gerade eine Person gemalt mit dem Bleistift und die schneide ich jetzt aus.
ebenso wie ich den Felsen ausschneide. Den möchte ich noch ein bisschen anders haben. Könnt natürlich auch alle anderen Figuren da drauf machen. Ihr müsst jetzt auch nicht diese Figur nehmen. Wer aber gerne diese Figur haben möchte, stellen wir bei Facebook die Vorlage zur Verfügung. Sucht ihr euch einen Platz aus, wo ihr die Figur ungefähr hinhaben möchtet. Und nehmt einen Bleistift und malt einmal rundherum um die Schablone, die ihr ausgeschnitten habt. Man kann so etwas natürlich auch anders malen, man kann das direkt drauf malen. Ich mache euch das jetzt so einfach wie möglich. Es gibt auch ein Papier, das heißt Saralpapier oder Kopierpapier auf Graphitbasis, was ihr auch nehmen könnt, um das zu übertragen. Die Figur selber wird komplett in Schwarz gemacht. Dafür nehmt ihr euch einen schwarzen Pastellstift, legt etwas auf euer Bild. Vorher habe ich das Bild einmal mit Haarspray hauchdünn eingesprüht, nicht zu vergessen. Jetzt malt ihr eure Figur aus. Jetzt schüttelt ihr das einmal ab.
nehmt für den Felsen schwarze Kreide. So, beim Verwischen solltet ihr bei der Figur selber wieder mit einem Wischer arbeiten. Aber ihr seht den Unterschied, ich hoffe, ihr könnt das bald mit der Kamera entdecken, den Unterschied zwischen Pastellschwarz, Pastellstiftschwarz und dem Pastell mit den Pastellkreiden. Die Pastellkreiden haben eine wesentlich größere Intensität der Farbe. Ich mache jetzt mit dem Wischer auch die Kanten von dem Felsen, weil wenn ich mit den Fingern da reingehe, wird das zu verschmiert. Alles andere kann ich wieder mit dem Finger wischen. Den Finger reinigen. Anschließend nehme ich einen hellen Farbton. Ich würde nicht unbedingt weiß sagen, das ist jetzt ein ganz leichtes Creme, und setze einfach ein paar Schattierungen in das Bild rein. Alles, was halt so ein bisschen vom Licht angestrahlt wird. Die Figur selber wird auch ein bisschen angestrahlt, also auch da ein kleines bisschen hell reinsetzen. Und dann ein bisschen verwischen. Ich möchte aber auch noch ein paar Gräser setzen, weil mir das zu schlicht ist. Einmal abklopfen. Und da wir als nächstes
Schablonen schneiden für die Seifenblasen, einmal gründlich die Finger reinigen. So, ich möchte jetzt ein paar Kreise mir ausschneiden. Da habe ich mir eine Kreisschablone genommen. Die braucht ihr nicht unbedingt. Es ist halt einfacher mit einer Kreisschablone. Aber nicht jeder hat so etwas. Aber ihr habt auf jeden Fall mit Sicherheit jede Menge runder Möglichkeiten. Runder zum Beispiel ein Glas, wenn ihr eine große Seifenblase machen wollt. Dann nehmt ihr ein Glas. Jede Menge runder Gegenstände. Schaut einfach irgendwo mal nach. Da findet ihr garantiert einiges an Möglichkeiten. Ich mache jetzt einfach verschiedene große Kreise. Die ich mir mit dem Bleistift vorzeichne und die ich dann gleich ausschneide. Eine Möglichkeit wäre natürlich auch, wenn ihr einen Kreisschneider habt, das ist natürlich wesentlich einfacher. Oder halt mit einem Zirkel vorzeichnen und manchmal hat man in dem Zirkel auch die Möglichkeit, auch da noch eine Schneidklinge einzubauen. Dann nehmt ihr euch wieder euer Bild. Noch ein Tipp, gerade beim Händewaschen habe ich festgestellt, dass ich einen ganz großen Fehler gemacht habe, wo ich hoffe, dass ihr den nicht macht. Legt euch bitte, wenn ihr mit Schwarz arbeitet, etwas, ein Blatt Papier drunter, weil ich natürlich alles schwarz hatte. So, jetzt machen wir die Seifenblasen. Ich habe gerade noch mal alles ein wenig eingesprüht, gerade den schwarzen Bereich, damit das nicht noch einmal passiert. Ich lege mir aber trotz alledem ein Blatt drüber, damit das nicht wieder passiert. So, bei den Seifenblasen. Ihr habt jetzt zwei Lichtquellen, einmal im unteren Bereich und der Mond, der scheint zwar nicht so doll, aber er scheint trotz alledem. Das heißt, wir setzen den Hauptschwerpunkt nach unten, das hauptsächliche Licht kommt dann von unten. Die Kreise, die sind da, die jetzt mit der Hand geschnitten sind, natürlich nicht so perfekt, als wenn ihr jetzt eine Kreisschablone komplett nehmt, aber das macht gar nichts, eine Seifenblase ist auch nicht perfekt. So, ich fange jetzt mal mit der großen Seifenblase an. Die ziemlich nah hinterher zum Betrachter kommt, deswegen hat er die Größe. Aber da könnt ihr am allerbesten sehen, wie ich das mache. Zuerst brauche ich Weiß und arbeite außen an der Schablone, also auf der Schablone das Weiß, nicht im Bild, sonst wird das zu heftig, zu intensiv. Außen herum und ziehe dann mit dem Finger einmal in Kreisbewegungen die Farbe, die ich gerade auf dem Papier gesetzt habe, ziehe die vorsichtig rein. Heb dann das Blatt an und schaue, ob es mir reicht. Natürlich reicht es nicht, also wiederhole ich den Vorgang. Wir können auch gleich noch Weiß
auf eure Seifenblase setzen. Das machen wir aber dann mit dem Stift. So, jetzt ziehe ich vorsichtig die Farbe rein. So, und so reicht es mir schon. Viel intensiver möchte ich das gar nicht haben. Ihr lasst die Schablone noch weiterhin drauf und setzt jetzt im unteren Bereich den hellsten Punkt. Aber oben, der Mond, macht ja auch noch einen hellen Punkt. So, wenn ihr das jetzt abnehmt, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich wiederhole das aber einmal mit einem weißen Stift, dass ihr die Außenkonturen etwas besser sehen könnt. So, ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Und so arbeite ich jetzt bei allen anderen Seifenblasen auch. So, ihr könnt natürlich so viele Seifenblasen machen, wie ihr möchtet. Jetzt werde ich mit dem Stift ein paar winzig kleine Seifenblasen machen, damit es also auch wirklich aussieht, als wenn das Mädel die Seifenblasen rauspustet. Jetzt habe ich eine extra Soft-Pastellkreide. Erst einmal wische ich das ein kleines bisschen rein, gerade bei dem dicken, das wirkt natürlich sehr krass. Und damit kann man das Weiß sogar noch ein wenig verstärken. Die extra Soft Pastellkreiden gibt es von verschiedenen Firmen. Die sind ganz besonders weich. Aber man kann halt damit nicht so arbeiten, dass man sehr viel Farbe, weil die sehr viel Farbe abgibt. Man kann das nicht so verwischen, da die ganz schnell das Papier füllt.
hier möchte ich eigentlich auch nur ein kleines bisschen die Wolken noch rausheben, dass auch die noch ein kleines bisschen angestrahlt werden. Ihr seht, wie wenig ich aufsetze von dem Weiß. Die sind eigentlich nur dafür da, dass man gewisse Highlights reinsetzen kann. Und auch da könnt ihr einfach nur ein paar Punkte setzen, die aussehen, als wenn auch das Seifenblasen, ganz kleine Seifenblasen wären. Dann mit der Kreide setze ich auch noch mal so ein paar Akzente in die Frau rein oder das Mädchen. Man könnte auch, wenn man das mag, dem Mädchen Flügel machen, als Engel oder als Elfe. Sieht auch ganz toll aus. So, ihr könnt, wie gesagt, noch ein paar mehr Seifenblasen reinsetzen. Ihr könnt auch einfach noch beigehen und könnt, wenn die euch nicht hell genug sind, mit dem Kreidestift vereinzelt nochmal ein bisschen die Highlights rausholen, dass die noch mehr leuchten. Ihr könnt natürlich auch beigehen und könnt Farben reinsetzen, aber dann solltet ihr, wenn möglich, nicht so einen bunten Himmel haben, wie wir das jetzt in diesem Bild gemacht haben. Jetzt könnte man halt noch ein paar Highlights setzen, was einem so noch nicht so ganz gefällt. Und dann seid ihr im Groben und Ganzen mit dem Bild fertig. Denkt, vergesst nicht eure Unterschrift. Und schon seid ihr fertig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt ein wenig mitgemalt. Wäre toll. Ihr könnt also auch ruhig eure Bilder, wenn ihr die gemacht habt, bei Facebook auf meine Seite posten. Und dass ich euch dann auch was dazu sagen kann, das würde mich sehr freuen. Ansonsten abonniert mich ruhig, dann könnt ihr verfolgen, was wir alles machen, und setzt einen Daumen hoch auf meine Seite. Euer Kunstengel, bis zum nächsten Mal.